Cristiano Ronaldo wird bald wohl ein deutlich höheres Gehalt beziehen. Wie die Zeitung AS berichtet, will Reals Generaldirektor José Ángel Sánchez seinem Starspieler noch vor der WM einen deutlich höher dotierten Vertrag vorlegen. Dadurch soll das Jahresgehalt des Portugiesen von 21 Millionen Euro pro Jahr auf etwa 30 Millionen plus weitere 2 Millionen Euro Bonuszahlungen anwachsen. Damit würde Ronaldo künftig etwa so viel verdienen wie Neymar, der bei PSG rund 35 Millionen Euro kassieren soll. Beide sind damit aber noch ein gutes Stück weit entfernt von Lionel Messi, der bei Barca geschätzte 45 Millionen Euro jährlich einstreicht. Bei den Katalanen rückt indes der Wechsel von Andres Iniesta nach China offenbar näher. Er sei optimistisch, Iniesta vorstellen zu können, sagte der Vorsitzende des Hauptsponsors des Erstliga-Clubs, Chongqing Dangdai Lifan, zu dem der Barca-Kapitän wechseln soll. Iniesta soll seinen Abschied laut Medienberichten nach dem spanischen Pokalfinale am Samstagabend gegen den FC Sevilla bekannt geben. Borussia Dortmund kämpft weiter um eine feste Verpflichtung von Michy Batshuayi. Das Interesse, ihn zu verpflichten, sei grundsätzlich da, sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke der Bild. Man müsse aber erst einmal abwarten, wer nächste Saison Chelsea-Trainer werde. Dann schaue man weiter. Wie der Evening Standard zuletzt berichtete, wären die Blues bei einem Angebot von umgerechnet 57 Millionen Euro bereit, Batshuayi nach Dortmund ziehen zu lassen. Der BVB würde nach Sport1-Information aber am liebsten deutlich unter dieser Summe bleiben wollen. Eine Offerte von bis zu 40 Millionen Euro wäre denkbar.